Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Türchen Nummer 3 unseres HTS Adventskalenders. Heute geht es darum, die Bewegung des Hundes mal einzuschränken bzw. Einfluss auf sein Tempo zu nehmen. Zum einen könnt ihr das klassische Deckentraining machen. Also ihr bringt euren Hund auf die Decke, sagt dazu bitte nicht Sitz oder Platz, bleibt einfach bei ihm stehen, bis er sich von alleine absetzt oder sogar hinlegt. Dann wartet einen kleinen Augenblick, schaut euren Hund dabei nicht an, geht seitlich einen Schritt weg, wartet noch einen kleinen Augenblick, um zu gucken, dass der Hund auch wirklich auf der Decke liegen bleibt. Er darf sich im Prinzip auf der Decke auch bewegen, er darf die Decke nur nicht verlassen. Und dann entfernt ihr euch weg, sollte der Hund euch hinterhergehen, dreht ihr euch einfach um und korrigiert das Ganze mit einer Gelbkorrektur. Gelb heißt auf den Hund zeigen, Körpersprache anschauen und das Geräusch. Das andere ist, also macht mal heute vielleicht 10-mal am Tag, macht mal Deckentraining. Immer wieder, das muss gar nicht lang sein. Es geht einfach nur darum, dass der Hund diese Einschränkung der Bewegung gut annimmt. Und das andere ist, versucht mal Einfluss auf das Tempo des Hundes zu nehmen. Das könnt ihr durchaus auch im Garten oder auf einer Wiese mal machen. Wenn der Hund zum Beispiel am Traben ist, dann versucht ihn entweder zum Beispiel mit dem Wort langsam dazu zu bewegen, sich langsamer zu bewegen oder mit einem hey, 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 dass er sich schneller bewegt, dass ihr einfach ein bisschen ihm vorgibt, in welchem Tempo er sich wo zu bewegen hat. Ihr könnt auch eine schöne Übung machen, wenn ihr Pylonen oder Flaschen habt, stellt euch die mal auf, parkt euren Hund auf der einen Seite, geht auf die andere Seite und versucht ihn dann körpersprachlich zu euch zu locken, also ohne, dass ihr ein Wort verwendet, sondern einfach nur körpersprachlich vielleicht ein bisschen runtergehen, dass der Hund auf euch zuläuft. Und zwischendurch steht ihr auf, macht euch groß und stoppt ihn unterwegs, sodass er entweder stehen bleibt oder zumindest das Tempo verlangsamt. Das ist eine Übung aus unserem Seminar Muttersprache und macht den meisten viel Spaß. Wenn euch das zu einfach erscheint, könnt ihr dann versuchen, sogar auf dieser Strecke zu euch das Tempo zu wechseln. Das heißt, mal den Hund langsam loslaufen lassen und dann schneller machen oder schnell loslaufen lassen, in der Mitte bremsen und dann vielleicht sogar nicht nur in den Trab, sondern auch in den Schritt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Erfüllen dieser Aufgabe und Türchen Nummer 3.